Im Dezember 1980 hat der ehemalige SED-Chef Honecker versucht, die Warschauer Paktstaaten zum Einmarsch in Polen zu bewegen. Das geht aus den Akten des SED-Zentralarchivs hervor, die von Wissenschaftlern der FU ausgewertet worden sind. Ein Bericht von Klaus Scherer. Panzer in Prag 1968. Warschauer Pakttruppen beenden den Traum demokratischer Reformen. Wäre es nach der DDR-Führung gegangen, der Einmarsch hätte sich 1980 in Polen wiederholt. Zitat Erich Honecker. Auch dieses letzte Mittel muss angewandt werden, wenn die Arbeiter- und Bauernmacht verteidigt werden muss. Mit Polens DDR-Botschafter Olschowski, der später ins Warschauer Politbüro nachrückte, hatte Honecker sich besprochen. Anlass: die Streiks auf der Danziger Leninwerft und ihre Folgen. 6 Tage später wendet sich Honecker an Moskau, genauer an den Genossen Brezhnev. Zitat: jede Verzögerung ist dem Tod gleich, dem Tod des sozialistischen Polen. Honecker schlägt ein Spitzentreffen der Warschauer Paktstaaten in Moskau vor. Das Politbüro der DDR bevollmächtigt ihn dort, die nötigen Schritte einzuleiten. Und Honecker drängt, wie es heißt, auf gemeinsame Maßnahmen, so die Forschergruppe der FU. Honecker ist in Moskau der Einzige, muss ich sagen, dem der Kompromiss, eine polnische Lösung anzustreben und dem Polen die Chance zu geben, es mit dem Kriegszustand selber zu versuchen, nicht ganz einverstanden ist. Die Dokumentensammlung geht auch nach Warschau. Erste Früchte, hieß es, des deutsch-polnischen Abkommens. Die polnischen Delegierten sprachen vom dunkelsten Kapitel der deutsch-polnischen Nachkriegsgeschichte. Die Dokumente könnten auch sie gut gebrauchen, um im eigenen Lande auszuleuchten, wie es seinerzeit zum Kriegsrecht kam. Die Dokumente in Warschau seien wohl rechtzeitig vernichtet worden.